Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sorry Seasons Friends of Mineral Town. Mein Interesse ist, glaube ich, jetzt sogar so runterzukommen, weil ich eben erfahren habe, dass es auf Level 19 eine Powerbeere gibt und ich möchte diese Powerbeere haben. Natürlich ist jetzt so eine Fallgrube nicht schlimm, vor allem es kann es auch zum Ziel führen, aber ja. So, 10. Komm, eine Fallgrube, da fliegen wir höchstens 9 runter, glaube ich. Also ich weiß doch, dass da andauernd Fallgruben versteckt sind. Zwar, das ist eine Fallgrube. Bitte stirb nicht, ich hatte nicht so viel Energie. Oh, ich habe noch 0 Energie. Ich fühle mich mal kurz wieder hoch. Ja, wir fallen jetzt einfach nur noch nach unten. 14. Ich glaube, eine können wir schon noch riskieren. Ist halt geil, hier schnell runterzukommen. Und eigentlich ist ja unser Ziel, auf 50 runterzukommen. Wir können ja jederzeit hier wieder reingehen. Peridot. Gut, dann grabe ich halt um. Auch kein Problem. 15. Jetzt wird es ein bisschen riskant mit runterfahren. Obwohl, komm. Ich will da schon nicht runter. Also wir fallen schon nicht so weit runter. Hier ist irgendwo eine versteckt. Ich weiß es doch. Ha. Gefunden. 19, okay. Hier ist jetzt perfekt. Jetzt darf ich hier nirgends mehr runterfallen. Das heißt, ich grabe jetzt halt überall. Wir müssen eh graben, um die Powerbeere zu finden. Und ich muss mal wieder so ein paar von den Dingern essen. Okay, 2 Stück habe ich noch. Das ist so gut wie nichts. Finde die Powerbeere. Powerbeere ist gerade das einzig Wichtige. Ich hoffe, es waren 19 und nicht 17. Wir finden die schon. Ah, eine Kopfbeere. Ja, wir haben die Powerbeere gefunden. Das ist schon mal geil, weil jetzt haben wir schon fast die Hälfte aller Kraftbeeren. Jetzt können wir schauen, ob wir irgendwo runterfallen. Jetzt ist es mir auch egal. Jetzt will ich gerade einfach nur noch nach unten. Weil wenn wir jetzt 50 erreichen, wäre schon geil. Weil es sind halt jetzt 19 und haben nicht mehr so viel zum Essen. Und weil ich hier keinen Bock auf den Speichertrick habe. Jetzt sind wir in 20. Kann man bestimmt irgendwo runterfahren. Ab 30 sollten wir umgraben, wenn wir in 30 kommen, weil da gibt es dann große Diamanten. Die bringen recht viel. Und wir sind in 25. Okay, ich esse da nochmal was. Also, sie können halt bis zu 70 abziehen, deswegen. Ja, ob wir es nach unten schaffen, ich bezweifle es. So. Yay! Level up, Leute! Ihr levelt heute aber richtig. 29. Okay, jetzt schaue ich mal, dass ich, wenn ich das jetzt finden würde, das wäre halt optimal, weil dann könnten wir morgen dann was Richtiges für die Ausdauer mitnehmen. Und ich kann jetzt gleich richtig viel Money machen. Ja, ich kann auch die Dinger hier schnell essen. Ja, lecker, schwarzes Gras. So. Okay, und jetzt zerstöre ich hier alles und ich hoffe, ich falle in kein Loch. Weil hier könnten wir halt diese sehr geilen Dinger finden. Okay. Da schaue ich doch mal nach. Okay. Ist das ein roter? Nee, das ist ein normaler Diamant. Level 20 schon. Du bist ein fortgeschrittener Blödler. Glückwunsch. Ah, ich bin ein Loch getreten. Scheiße. Aber ich schaffe das nicht ganz runter. Ja, ich bin fast tot. Ich sollte heimgehen. Ich sollte das in die Verkaufsbox werfen. Und dann heimgehen. Und mich dann in die Mine legen. Das ist, glaube ich, die richtige Taktik für mich. Jetzt haben wir 210 Energie.
Um 2020 müssen wir vor der Tür von Gasthaus stehen. Okay, die können auch weg. Also die bringen jetzt halt so ein bisschen was. Nicht viel, aber so ein bisschen halt. 1240. So, Pferd, du kommst mit. Dann bin ich nämlich später schneller am Gasthaus, weil ich muss mich jetzt voll hochladen. Schauen wir mal, ob wir gleich über 100.000 sind, aber normalerweise sollten wir schon schaffen. Ja. Sind über 100.000 perfekt. Wie gesagt, eigentlich sollten wir nur nicht schaffen, dass wir halt uns halt noch so ein paar Sachen kaufen können. Also solange wir eigentlich immer so 10.000 mindestens haben, ist das eigentlich kein Problem. Also eigentlich kann ich mein Geld richtig verballern. Machen wir morgen auch, wenn ich einkaufen gehe, also essen einkaufen gehe. So, wir füllen uns ein bisschen auf. Es dauert auch ewig. Stell dir mal vor, wie lange es dauert, wenn man 0 hat. Aber alle Herzen. Das sind dann, glaube ich, 300 genau. Es sind jetzt noch 7 Herzen, 15. Es sind dann. Nee, es sind mehr als 300. 30. Das wäre genau 90. 6 Herzen, oder habe ich mich gerade verzählt? Es sind nur 6 Herzen, jetzt macht es Sinn. Okay, ja, dann reiten wir mal hoch zum Gasthaus. Sind hier gut vollgefüllt. Toller Pool eigentlich. Ja, der ist richtig nice, kann man sein Leben wieder auffüllen. So, dann wollen wir mal hoch zum Gasthaus. So, da geht der Rick rein und da gehen wir gleich hinterher. McCarran. Oh, hey Leila, willkommen. Willkommen, wie geht es dir heute? Ganz gut, wie es aussieht. Hey Leila. Bist du für heute fertig mit der Farmarbeit? Schön, ich habe heute auch nichts mehr zu tun. Sollen wir zusammen was essen? Klar. Haha, wow, wirklich. Und was ist dann passiert? Aha, und dann? Nicht schlecht. Oh Mann, du erzählst echt die besten Stories. Wenn ich mit dir rede, vergeht die Zeit immer wie im Fluge. Ich würde gerne noch weiter mit dir schwatzen, aber wir reden jetzt schon eine ganze Weile und ich will dich nicht aufhalten. Oh, da fällt mir etwas ein. Soll ich dich nach Hause bringen? Es ist schließlich schon spät. Wir könnten unser Gespräch unterwegs fortsetzen. Würdest du es machen? Danke, das ist doch die logische Antwort, oder? Toll, da machen wir uns auf den Weg. Ich will mehr darüber erfahren, was passiert ist. Mein Pferd steht da jetzt halt oben. Was, im Ernst? Du bindest mir aber keinen Bären auf, oder, Leila? Ha, wirklich? Kann ja gar nicht sein. Ha, Pust, ich habe schon Seitenstechen. Ich hatte heute eine Menge Spaß, Leila. Du bist wirklich interessant, weißt du? Aber ich sollte lieber nach Hause gehen. Wir haben morgen beide eine Menge zu tun. Gute Nacht. Oh, jetzt muss ich mein Pferd da oben abholen. Mitten in der Nacht. Wo steht es denn genau? Wenn ich Farmkarte, ich brauche die Stadtkarte. Okay, genau vor dem Gasthaus habe ich es immer noch geparkt. Lasagne wird wirklich nicht gut von mir behandelt. Ich vergesse das einfach, wenn ich gerade im Gasthaus bin. Gut, dann gibt es jetzt eigentlich nur noch ein Event, wenn es am Montag schön ist, am Berg oben. Und ansonsten haben wir, glaube ich, gar keins mehr, oder? Wir haben wirklich keins mehr. Ich wüsste zumindest gerade keins. Okay, wer hat dann Dudley haben wir beschenkt? Am 13. hat Ellen. Okay, dann musst du mal nachschauen, was du willst. Gut, dann speichern wir mal und hüpfen mal ins Bett. 0 Uhr 0. Ich denke, es ist Zeit für die Geburt. Mit N brauchen wir einen Namen. Nico, komm, du bist ein Nico. Meine Familie ist gerade gewachsen, toll. So, Wetter ist geil. Okay, dann brauche ich für die Erntegöttin eine Blume, weil wir müssen sie immer noch beschenken. Ich mach mal so eine.
Oh, wir haben Post. Glückwunsch. Ja, du bist gebürstet. So, meine Tiere sind mir eigentlich heute egal. Weil mein Schaf ist ja noch nicht erwachsen, mein kleines, oder? Locky. Nee, Locky sieht keiner aus als Chantal. Dann wollen wir mal da hochgehen zu Erntegöttern. Und dann holen wir halt alles Mögliche wieder und gehen dann letztendlich zum Chef und gehen da fett einkaufen. So, du willst ein Geschenk haben? Oh, wenn das ein Flayla ist. Weil dann machen wir uns heute ganz viel Curry-Udon. Und das ist ja locker herin, wenn wir so einzelne Dinge fangen. Also wenn wir einzelne Alexandrit oder eben rosa Diamanten finden, dann ist das alles wieder herin. So. Tatsächlich brauchen wir über 80.000 dann im Frühling mindestens. Weil wir dann unser Feld nämlich aufwerten können, fällt mir gerade ein. Also ich sollte nicht mein ganzes Geld ausgeben direkt. Ansonsten dauert es mit der Aufwertung meines Feldes halt ein bisschen, aber es ist jetzt halt eigentlich auch nicht arg schlimm, wenn es halt dann alles die geringste Quali dann weiterhin hat. Und ich meine, allein wenn wir jetzt einen Alexandrit oder so finden, dann haben wir das Geld ja wieder. So. So. Damit wir ne demnächst auch mal unser Haus ausbauen können und dann ein sehr lustiges Event sehen können übrigens. Kleine Übernachtungsparty. Das ist ein ganz süßes Event und ich fände das recht cool, eben, wenn wir unser Haus deswegen ausbauen können, dass wir das halt sehen können. Und dann können wir eben auch heiraten, aber das hat ja eh noch ein bisschen Zeit, weil wir noch nicht alle Events gesehen haben. Ich brauche heute kein Erntewicht, meine anderen zwei sind ja da. Hier 7 Tage und du wahrscheinlich 6 Tage, ja. Chef, ich muss irgendwie deinen Laden heute leer kaufen. Ohne Kippe, nicht Öl brauche ich auch nicht. Ich brauche Weizenmehl. Vielleicht 50, 50 Currypuffer dazu. Und Dangomehl, ja, hier 11. So, lauf da mal heim. Mit meinem ganzen Mehl. Habe ein bisschen was hier angehäuft. So. Das Lustige ist, das wird halt nicht mal reichen für den ganzen Winter. Wie heiß ich? Nein, nicht schon wieder. Ultimate Ryuk? Was so? So, aber ich freue mich, dass du da bist. Ist immer lustig, wenn du da bist. So. Aber ich kann immer nur 9 auf einmal machen. Das ist ja nervig. Ich wollte eigentlich so 30 Stück mitnehmen. Nochmal 9. Ja, passt, okay. Habe ich was gelernt in meinem Leben. So. Okay, wir lernen Rezepte dadurch, dass wir so oft Don kochen. So, und nochmal 9. So, jetzt haben wir ganz viel Udon. Ja, und die Events mit Cliff haben wir noch. Das ist mir jetzt gerade eben noch entfallen gewesen. So, dann würde ich mal sagen, wir hocken uns in die heiße Quelle.
Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Story of Season Friends of Mineral Town. Bis dahin, bye.